Was ist denn nun los? Natalia, was ist los? Natalia, bist du da? Ja, doch. Na, warum kommst du nicht her? Der Strom ist weg, Priscilla. Na, ich bin nicht blind. Er ist weg. Und taub bin ich auch nicht. Wo bist du? Ich komme schon. Du? Wie denn? Priscilla, du bleibst, wo du bist. Nicht, dass du mir noch fällst. Ist das Geländer auch fest? Nein. Ich suche in der Garderobe nach der Petroleumlampe. In der zweiten ist sie. Aber pass auf, auch der Krug aus Dame Grobe steht da. Was sagst du? Ich verstehe dich so schlecht. Nichts. Hast du dir was getan? Nein. Weißt du, was in der zweiten Garderobe war? Der Krug aus Dame Kobold. Ich hab sie. Wen? Ich hab die Lampe. Mal sehen, ob sie noch geht. Vorsicht, das Tüllkostüm von Doña Rosita. Natalia, hörst du mich? Natalia! Ach, mir ist immer komisch, wenn ich in die Garderoben gehe. Na, endlich. Und es ward Licht. Der Strom muss überall weg gewesen sein. Ich mach das Licht im Zuschauerraum aus. Vorsicht mit der Treppe. Ich weiß, sie hat zwei morsche Stufen. In der Unterbühne ist es noch schlimmer. Die Ratten dort. Gleich und gleich gesellt sich gern. Die hören einem wenigstens zu, obwohl sie nicht müssen. Ah, deshalb werden es immer mehr. Anstatt sie zu vergiften, lädst du sie zum Wein ein. Ja, ich habe eine Schwäche für den Wein. Und du hast bourgeoise Neigung für den Chartreuse. Wie sie wieder den Proleten raushängen lässt. Dabei war der liebe Papa ein Großagrarier. Allerdings, ihm gehörte der halbe Landkreis, als er starb. Was ist mit der Garderobe? Alles noch wie früher. Mir war sogar, als würde es nach Nestor riechen. Ja, riechen tat er schon, aber nach 20 Jahren... Ich riech das mit meiner scharfen Nase. Scharf bist du doch von oben bis unten. Sind es jetzt 20 oder 22? Und hast ihn niemals in Ruhe gelassen, den armen Nestor. Und du ihn nicht ran. 22 oder 23? Jedenfalls riecht's, als wäre er gestern hier gewesen. War gestern nicht Mittwoch? So in etwa. Hätte am Mittwoch nicht Don Nazario kommen müssen? Bestimmt hat er wieder seine Amnestie. Er hat Mittwoch gesagt, da bin ich mir ganz sicher. Der Arme, es wird immer schlimmer mit ihm. Amnesie. Was? Amnesie heißt das, nicht Amnestie. Na gut, umso schlimmer für ihn. Aber das ist normal, wenn man über 80 ist. Er wollte den neuen Vertrag vorbeibringen. Oder hat er Freitag gesagt? Nein, Freitag wollten wir das Archiv aufräumen. Ja und? Das stört Don Nazario. Das mit dem Archiv können wir auf nächste Woche verschieben. Schon wieder? Erst letzten Freitag hattest du eine Ausrede. Ich? Eine Ausrede? Dein Rheuma. Mein Rheuma. Der Rücken tat mir weh. Alle Leute haben Probleme mit dem Rücken, habe ich gelesen. Du brauchst mir keine Lektionen zu erteilen. Außerdem, wir finden es sowieso nie. Was? Das Textbuch. Da hat jemand im Archiv rumgewühlt. Wann? Damals. Kurz danach. Und hat's verschwinden lassen? Vielleicht. Kurz danach ging unsere Sucherei doch los. Aber da war schon alles durchwühlt. So richtig aufgeräumt war es ja nie. Du weißt genau, warum es nie richtig aufgeräumt war. Ja, weil du dafür zuständig warst. Wenn ich aufgeräumt hatte, kam Nestor und hat alles wieder durcheinander gebracht. Ganz zu schweigen von den Flugblättern. Könnt ihr vielleicht diese Flugblätter bis Dienstag irgendwo verstecken? Aber selbstverständlich, Genosse. Und wo? Natürlich im Archiv. Wo sonst? Alles wieder umgekrempelt. Und dann ging es von vorne los. Dafür ist die Priscilla da. Die ist keine Schauspielerin und auch nicht in der Partei. Nur die Frau des Regisseurs, ja. Und sie bezahlt die Rechnungen. Natürlich. Da wir gerade von Rechnungen sprechen, ich muss den Aufsichtsrat einberufen. Umgehend. Damit ist die Sitzung eröffnet. Erster und letzter Punkt der Tagesordnung, sofortige Zahlung der Grundsteuern. Bericht des Schatzmeisters. Durch die gegenwärtige Zahlungsunfähigkeit sind wir gezwungen, die Sanitäranlagen im ersten Stock zu verkaufen. Die für das Parkett wurden ja bereits im vergangenen Jahr verkauft. Dazu bevollmächtigen wir unseren Rechts- und sonstigen Beistand Don Nazario Porras. Der Vorschlag ist einstimmig angenommen. Weitere Vorschläge? Fragen? Bist du sicher, dass heute Donnerstag ist? Ja. Weitere Vorschläge? Ich schlage vor, du borgst mir heute deinen braunen Mantel. Du willst doch nicht schon wieder ausgehen. Wer sagt, dass ich ausgehen will? Und was willst du dann mit meinem Mantel? Bei meinem setze ich gerade ein neues Futter ein. Schon wieder?
Könntest du mir mal erklären, was du da drin treibst in deinem Mantel? Krieg ich deinen nun oder nicht? Also gehst du doch aus. Ach, die gibt einfach nie Ruhe. Mein Mantel ist nicht braun. Okay, Ocker. Mehr Khaki. Also Umbra. Sagen wir hellbraun. Sag ich doch braun. Nie im Leben. Und warum glaubst du, dass wir es nie finden? Was? Na, das Textbuch. Ich hab's dir schon gesagt, als wir anfingen aufzuräumen. Da war im Archiv alles schon durchwühlt. Merkst du nicht, dass du dich wiederholst? Du wirst langsam senil. Weil du nichts mitkriegst. Ja, ich gehe heute noch aus. Was dagegen? Du bist ständig unterwegs. Deswegen ist das Futter in deinem Mantel laufend kaputt. Ständig? Das sagst du? Seit Anfang des Jahres mindestens dreimal. Zweimal. Ah, siehst du? Zweimal. Und wir haben erst November. Schon November? Woher weißt du das? Von Domitila. Schöner Kalender, deine Domitila. Die versteht von Kalender so viel wie ich von Quantenphysik. Und die Jahreszeit erkennt sie am Gemüse. Schöne Frau, wir haben Gurken im Angebot. Es ist nämlich Sommer. Hier, Löcher im Fußboden. Wo? Na, da, überall. Stimmt, Löcher. Wie heißen die Viecher, die Löcher und Gänge ins Holz fressen? Maulwurf? Nein, kleiner. Mäuse? Noch kleiner. Mikroben? Ach, so klein nun auch wieder nicht. Na egal, jedenfalls haben wir hier welche. Der Fußboden ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Weißt du, was das bedeutet, Natalia? Was denn? So viele Jahre haben wir um unser Gespenstertheater gekämpft. Und jetzt kommen diese Viecher, weiß der Geier, wie die heißen, und zerfressen uns alles. Verflucht doch mal! Ganz ruhig, Priscilla. Dafür gibt's eine Lösung. Warte. Wo willst du hin? Um das Lexikon holen. Das haben wir doch vor 3 Jahren verkauft. Und wieso? Jetzt brauchen wir's. Wir mussten die Dachreparatur bezahlen. Ja, stimmt. In deinem Zimmer hat es getropft. Von wegen getropft. Richtige Niagara-Fälle waren das. Einmal wäre ich fast ersoffen. Das kommt davon, wenn man mit offenem Munde schläft. Deshalb schnarchst du auch so laut. Immer noch besser, als im Schlaf durch die Gegend zu wandern. Wer schlafwandelt hier? Na ja, Hauptsache, du kannst mich schlecht machen, was? Erst bröckelt der Putz von der Decke und jetzt zerfressen die Holzwürmer uns auch noch den Fußboden. Natürlich, Holzwürmer heißen diese Viecher. Bist du sicher? Woher weißt du das? Krieg ich deinen Mantel nun? Ja oder nein? Hey, wir müssen was unternehmen gegen diese Viecher. Das sind eingeschleuste Agenten des Kapitalismus. So klein? Wenn wir sie nicht aufhalten, dann adieu, Gespenstertheater. Nie und nimmer. Das lassen wir nicht zu. Hey, willst du, dass die Bühne zusammenbricht? Ich will nur diese verdammten Agenten vernichten. Aber doch nicht so. Wir brauchen eine wissenschaftliche Methode. Glaubst du, Engels hat was über Holzwürmer geschrieben? Nicht, dass ich wüsste. Also Marx auf keinen Fall, da könnte ich wetten. Das hätte mich auch gewundert. Der hatte anderes im Kopf. Apropos... Nein, ich würde woanders suchen. Don Nazario hat mir erzählt. Höchstens bei den Praktikern finden wir was, zum Beispiel in der Drogerie. Hörst du mir überhaupt zu? Hast du was gesagt? Also manchmal schwebst du wirklich in den Wolken, meine Liebe. Was hat dir Don Nazario denn erzählt? Er soll auf die Abschussliste gesetzt werden. Don Nazario? Nein, Marx. Der steht doch schon seit Jahren auf der Abschussliste. Aber letztendlich... Nicht Don Nazario. Wenn es ihn nicht gäbe, wären heute nicht einmal mehr die Grundmauern des Theaters übrig. Ich spreche von Marx. Manchmal hat er zwar ein Gedächtnis wie ein Sieb, aber er kennt jeden Trick. Wieso denn Marx? Was ist mit dem? Alle Welt sagt, er sei überholt. Nichts habe hingehauen. Nichts Neues. Sag ich doch. Blödsinn dazu. Und eine gute Ausrede, das Kapital nicht lesen zu müssen. Da liegt der Hund begraben. Hast du es gelesen? Wann macht die Drogerie zu? Du, borgst du ihn mir nun oder nicht? Meinen Mantel? Siehst du nicht, dass ich jetzt weg will? So ein Zufall aber auch. Nein, meine Liebe, ein Notfall. Die Holzwürmer. Es besteht schnellster Handlungsbedarf. Was hast du vor? Holzwürmer sind Insekten. Also brauchen wir Insektizide. Stinken zwar, aber... Es gibt bestimmt ein natürlicheres Mittel. Nicht so brutal. Etwa Dialektik? Nun sag schon, hast du es gelesen oder nicht? Was denn gelesen? Na, das Kapital. Das sage ich dir, wenn ich von der Drogerie zurück bin. Natalia, du kannst kommen. Er ist fast weg. Natalia, hörst du mich? Wirklich, der Gestank ist weg.
Du musst zugeben, war keine schlechte Idee, das ganze Zeug aus dem Archiv hierher zu holen. Mehr Platz, mehr Licht und nicht so feucht wie im Keller. Hier ein Foto von Nestor. Wie gut er da noch aussieht. Das war in Fuente Obejuna. Wie rassig er als Frondoso war. Ein echter Spanier. Naja, so eine Glatze sah man ja auch nicht. Manchmal denke ich, es war nicht das Schlechteste, dass er so früh gestorben ist. Das Altwerden hätte er sowieso nicht überstanden, wo er mit 40 schon so rumkrepelte. Okay, ich meine nicht unbedingt sein Aussehen. Sieh dir nur dieses Foto hier an. Stramm wie ein Torero. Und als Liebhaber? Immer Gewehr bei Fuß. Sogar in der Doppelrolle. Aber dann dieses Bruchband und in jungen Jahren schon eine Perücke und dazu noch deine Manie, Natalia, ihm ständig seine Pickel auszudrücken. Natalia? Na nun komm endlich. Schon eine Woche her, dass ich das Zeug ausgestreut habe. In der Gebrauchsanweisung heißt es, nach 3 Tagen sei der Geruch weg. Was soll das? Nimm die blöde Gasmaske ab, Natalia. Die ist aus dem Fundus und hilft dir sowieso nicht. Du meinst? Ich meine. Und ich meine auch, es ist nicht gut, die Programme hier von den Kritiken zu trennen. Genauso wenig, wie die Fotos zu den Programmen zu tun und die Vorankündigungen zu den Kritiken. Es wäre viel logischer, die Kritiken zusammen mit den Vorankündigungen zu den Programmen zu legen und die Fotos extra zu den Plakaten. Oder noch besser, die Fotos und die Kritiken zusammen mit den Programmen, aber Plakate und Vorankündigungen getrennt voneinander. Wenn wir allerdings die Fotos mit den Plakaten zusammentun und die Vorankündigungen mit den Kritiken woanders hin, könnten wir die Programme extra legen. Das Ganze muss seine Logik haben, nicht für uns, aber für die Nachwelt. Na? Stimmst du mir zu? Denn was soll die Nachwelt machen, wenn ihr zum Beispiel ein Programm in die Hände fällt, wie das hier, und wissen will, nun, was sagte die Kritik zu Gorkis Nachtasyl? Kein Wort. Und wieso hat sich niemand dazu geäußert? Es kam gar nicht zur Premiere. Richtig. Da haben Sie uns ja zum ersten Mal das Theater zugemacht, stimmt's? Zum dritten Mal. Na gut, nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass alles schön extra sortiert liegt. Die Kritiken, die Programme, die Plakate. Also für mich ist viel wichtiger, wieso du Nestors Pickel mit seinem Bruchband und der Perücke in Verbindung bringst. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Mit was für einem Zeitungsausschnitt wedelst du denn da herum? Die Vorankündigung zu Nachtasyl. Du weißt, ich habe das Stück sehr gemocht. Ich weiß nur, dass du ständig auf der Suche warst nach nächtlichem Asyl. Und ich frage mich heute, was Nestor bloß an dir gefunden hat bei deinen ewigen Anfällen. Er hat an mir gefunden, was er suchte. Willst du nun den Ausschnitt oder nicht? Was schreiben Sie? Am kommenden Donnerstag findet die Premiere von Gorkis Nachtasyl im Gespenstertheater in der Calle de la Paz statt. Das bittere Gesellschaftsdrama des russischen Autors, bla 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 bla. Der umstrittene Regisseur Nestor Coposo erklärte, es handle sich dabei um ein Plädoyer für, um nochmal auf die Pickel zurückzukommen. Was hat dich daran gestört, dass ich sie ihm immer ausgedrückt habe? Mich gestört? Dass ich mit einem Mann geschlafen habe, war dir völlig Schnuppe. Aber die Pickel. Gib den Zeitungsausschnitt her und tu ihn zum Programmheft. Kritiken und Fotos gibt's sowieso nicht. Auch kein Plakat. Geld dahin, Arbeit dahin. Und wenn Don Nazario nicht gewesen wäre, hätten sie uns auch noch eine Strafe aufgebrummt. Ob das Stück aufgeführt wurde oder nicht, war ja nicht wichtig. Es ging nur darum, zu provozieren. Die Widersprüche des Systems aufzudecken und die Herrschenden zu zwingen, ihr wahres Gesicht zu zeigen. Ihre Repressionsmethoden zu entlarven. Priscilla, bitte. Und Hauptsache, es gab eine gute Rolle für dich. Das war's dann auch schon. Ja, bei dir musste immer alles perfekt sein. Das gebe ich zu. Und die Pickel waren eklig. Was sollen die vielen Ordner hier? Einer für die Vorankündigungen, einer für die Programme, einer für die Kritiken und einer für die Fotos. Und die Plakate? Die würden gut ins Foyer passen. Als eine Art Ausstellung? Die Geschichte unseres Theaters, genau. Hier, ein Foto von dir. Als Antigone. Na, endlich. Was machst du denn da? Seit Jahren suche ich es schon. Und warum zerreißt du es? Das ist ein geschichtliches Dokument. Genau deshalb. Denn so will ich nicht in die Geschichte eingehen. Mit diesen Augenringen, diesen Hängebacken. Habe ich wirklich so ausgesehen? Ja, ein bisschen zu alt für die Rolle warst du schon.
Antigone ist ein Mythos. Und Mythen haben kein Alter. Mythen vielleicht nicht. Schauspielerinnen schon. Ich bin immer noch jünger als du. Nur eigenartig, dass es weder eine Urkunde mit deinem Geburtsdatum noch einen Taufschein von dir gibt. Wie oft soll ich dir noch sagen, nicht ich habe die Kirche bombardiert und auch nicht das Standesamt in Schutt und Asche gelegt. Du und das Geheimnis deiner Geburt. Die Geschichte, mit der du so dicke befreundet bist, wird es eines Tages aufdecken. Oder die Archäologie. Was? Ach, nichts, nichts, nichts. Soll ich dir was sagen? Nicht viermal. Nein, fünfmal. Fünfmal? Fünfmal? Ich wusste es. Mein Gott, das kann nicht wahr sein. Ich habe es gefunden. Priscilla, hier. Ich hab's. Was? Lies. Aber... Oder kannst du nicht mehr lesen? Nein, das ist nicht möglich. Doch, die Blockade Leningrads. Ich habe das Textbuch gefunden. Und der Rest? Welcher Rest? Das ist nur das Titelblatt, das Rollenverzeichnis und eine leere Seite. Mehr war nicht in der Mappe. Aber der Rest kann nicht weit sein. Wo ein Wille ist, und du hast gesagt, wir würden es nie finden? Auf seiner Maschine geschrieben, wo das N immer schief kam. Nicht nur das N, auch das L und das P. Ah, alle anderen Mappen hier leer. Und auch vom Autor nichts? Nein, nichts. Warum diese Geheimniskrämerei? Meinst du, das war notwendig? Zumindest haben wir eine erste Spur. Und warum diese Geheimniskrämerei um den Autor? Um welchen Autor? Um den Autor von dem Stück. Von welchem Stück? Ach, von welchem schon? Die Blockade Leningrads? Jetzt reicht's. Was reicht? Also nochmal von vorn. War so viel Geheimniskrämerei um den Autor notwendig? Alles andere ging mir viel mehr auf die Nerven. Kannst du dich bitte ein bisschen genauer ausdrücken? Glaubst du, dass man ein Stück probieren kann, ohne das Textbuch zu haben? Wer hatte keins? Niemand hatte eins. Wie, niemand? Niemand von den Schauspielern hatte eins. Jeder hatte seine Rolle und das war's. Alles zerschnippelt, wie ein Puzzle. Die Seiten nicht nummeriert. Nestor gab uns ein oder zwei Blätter und los ging's. Wie beim Rätselraten, ohne zu wissen, was vorher kam und was danach. Und warum? Kann man ein Stück so probieren? Also niemand kannte es komplett. Das hat dich ja so wahnsinnig gemacht. Außer Nestor natürlich. Jeden Tag habe ich zu ihm gesagt, ich bin nicht abgerichtet wie ein Jagdhund, ich bin eine Schauspielerin, die sich engagiert und wissen will, wofür sie ihre Haut zu Markte trägt. Und außerdem, diese russischen Namen konnte sich doch keiner merken. Aber warum diese große Geheimniskrämerei? Ob das mit den Spitzeln stimmte? Wie geht es Ihnen, Wladimirovich Stepanikow-Trelietzki? Aber natürlich, Genosse Wladimirovich Stepanikow-Trelietzki. Deswegen so viel Geheimniskrämerei? Ich hatte eine wunderschöne Rolle. Glaube ich jedenfalls. Denkst du, dass es stimmte? Was? Dass Spitzel in der Truppe waren. Und die waren überall. Und wer von uns soll das gewesen sein? In unserer Truppe, in der Gewerkschaft, in der Partei. Aber die haben es ja nicht offen gezeigt. Vielleicht war Nestor deswegen so komisch. Weißt du noch? Nestor komisch? Damals, kurz vor seinem Unfall. Unfall? Bei den letzten Proben. Wann hast du dich entschieden, dass es ein Unfall war? Ich nenne es Unfall, weil man es nicht anders nennen kann. Hast du vergessen, dass wir es sogar geschworen haben? Mord wollten wir es nicht nennen, ja. Daran kann ich mich erinnern. Und wenn wir nicht Mord dazu sagen und auch nicht Unfall, wie sollen wir seinen Tod dann nennen? Solange wir es nicht beweisen können? Das können wir schon beweisen, nach so vielen Jahren. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ist es jetzt 23 Jahre her? Welches Jahr haben wir? Was wollen wir beweisen, deiner Meinung nach? Sag mal, was für ein Jahr haben wir? Okay, die Frage ist ziemlich schwerwiegend. Dazu wäre eine Vollversammlung nötig. Wie? Was? Hiermit berufe ich uns zu einer dringenden Vollversammlung ein. Das machst du nur, weil ich ausgehen will. Nein, ich mache es, weil ich ernsthafte Anzeichen von Astigmatismus erkenne. Wovon? Skeptizismus, meine ich natürlich. Hier sind überhaupt keine Anzeichen zu erkennen. Und wozu suchen wir das Textbuch? Und das seit 20 Jahren? Seit 23. Wozu haben wir ein halbes Leben lang in dieser Theaterruine gesessen? Waren es 23 oder 24 Jahre? Ein halbes Leben lang, würde ich sagen. Und wer hatte die Idee? Welche Idee?
unser Leben in diesem Theater zu verbringen. Ja, du. Aber erst nachdem ich hier schon einen Monat drin war... 2 Wochen. ...und die ersten Angriffe überstanden hatte, während die ganze Truppe unauffällig einer nach dem anderen von der Bildfläche verschwand. Ich nicht. Und die anderen hatten die Bullen auf dem Hals. Das weißt du genau. Was ich noch genau weiß, ich bin damals fast gestorben vor Angst. Hier so allein. Jedenfalls nach 3 Tagen war ich da. Oder weißt du das auch nicht mehr? Ich kam und rief... Priscilla? Priscilla, wo bist du? Natalia, ich bitte dich, jetzt nicht. Priscilla, ich bin es, Natalia, bist du hier, versteck dich nicht. Dafür ist jetzt nicht der Augenblick, Natalia. Ich konnte nicht früher kommen, ach, da bist du ja. Ja, ich bin da. Ich konnte wirklich nicht früher kommen, ich musste mich versteckt halten. Wahrscheinlich haben sie Felix und Roberto festgenommen. Und du, alles okay bei dir? Ja, alles okay. Über Lola und Chris weiß ich nichts. Waren sie hier? Nein. Und die Bullen? Wieso denn die Bullen? Ich meine, ob sie hier waren? Ach so, natürlich. Und der Richter und der Bürgermeister und ein Notar, stimmt's? Ja. Und du? Ja, ich auch. Ich meine, was du gemacht hast, die haben bestimmt alles durchsucht. Ja, natürlich. Aber dir haben sie nichts getan? Nein. Gott sei Dank, Don Nazario sagt, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Er wird sich um alles kümmern und gegen dich läge nichts vor. Du bist ja nur die Besitzerin, na gut, und Nestors Frau, aber das... Du meinst seine Witwe. Was? Ach ja, natürlich, seine Witwe. Vergiss das nicht, Natalia. Ich bin die Witwe von Nestor Coposo, klar? Und du? Bitte, Priscilla, wir müssen jetzt zusammenhalten. Geliebt haben wir ihn beide. Und er hat uns auch geliebt. Daran lässt sich nicht rütteln. So war es. Und nun ist Nestor nicht mehr da, sondern nur noch du und ich. Du und ich. Und uns verbindet nichts mehr. Und was ist mit Nestors Liebe und seinem Kampf, der auch der unsere war, und diesem Theater, für das er sein Leben gab? Also, Natalia, sobald du in Erinnerungen an ihn verfällst, wirst du pathetisch. Uns verbindet alles, Priscilla. Was uns früher trennte, sollte uns heute verbinden. Sein Tod ist kein Ende, sondern ein Anfang. Aus welchem Dreigroschenroman hast du das? Wir haben... einen Krieg verloren, aber nicht die Schlacht. Nein, es heißt wohl andersrum. Aber wir marschieren Seit an Seit in die letzte Schlacht. Kenne ich das nicht? Und für die Zwischenzeit gibt es in der Kantine noch Büchsen mit Muscheln. Wie bitte? Besser, du bleibst ein paar Tage hier im Theater, falls sie irgendeine Schweinerei vorhaben. Also, Natalia... Don Nazario befürchtet, sie nutzen die Flucht der Truppe und schließen das Theater, um Gras über die Sache wachsen zu lassen. Eins müssen wir noch klarstellen. Hast du die Zeitung gelesen? Diese Schweine, nur 10 Zeilen und voller... Oder besser gesagt, zweierlei. Erstens, um in Erinnerung zu verfallen. Aber riech erst mal an den Muscheln, nicht, dass sie schlecht sind. Um in Erinnerung zu verfallen, muss man sich schon einig sein. Und zweitens... Nur 10 Zeilen und voller Lügen. Unfall, schreiben sie. In Erinnerung verfallen ist das eine und irre reden das andere. Wer redet hier irre? Regnet es? Hört sich so an. Ach, das Dach ist undicht. Ratten, Holzwürmer, ein undichtes Dach. Die Zeit geht eben auch nicht spurlos an unserem Theater vorbei. Gar nicht zu reden von uns beiden. Mich betrifft das nicht. Ich bin jünger als du. Was zu beweisen wäre.
Wer redet hier irre? Oh. Astigmatismus. Na und du? Was ich? Du rastest wegen 5 oder 6 Pickel aus. 5 oder 6? Nicht 4? Könntest du so nett sein und mir den Wein rüberreichen? Aber mit Vergnügen. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Ach, schade, dass Nestor das nicht mehr erleben kann. Unsere Feier auf den Brettern, die ihm die Welt bedeuteten. Hast du meine Bulettchen schon probiert? Mir genügt, wenn ich sie rieche. Aber Nestor glaubte nicht an die Spontalosität der Massen. Meinst du das wegen der Bulettchen? Außerdem heißt das Spontanität. Jedenfalls das revolutionäre Bewusstsein, so sagt er immer, muss tief in der Arbeiterklasse verwurzelt werden, damit sie ihr Streben nach Freiheit und eben, also nach all dem anderen, nicht in spontanen Aktionen verschleudert. Hat er dir das im Bett erzählt? Schuld daran ist nur der Revisionismus. Den findest du heutzutage überall. Allerdings, wenn man die Dinge nicht einer Revision unterzieht, dann... Nimm nur meinen Mantel. Wenn ich sein Futter nicht ständig einer Revision unterziehe, eines Tages sagst du dir, warum eigentlich immer noch diesen altmodischen Kragen, diese Elefantenohren? Und du nähst ihn um und findest dich wieder schick. Doch schon einen Tag später laufen alle deine Freundinnen in kürzeren Mänteln rum und du kommst dir vor wie eine Nonne. Also machst du ihn kürzer und alles ist wieder Paletti. Aber bald kommt einer und sagt dir, du würdest aussehen wie eine Kirchenglocke in dem weiten Schwenker. Also machst du ihn dir wieder enger und du hast das Gefühl, dass du jünger wirkst und wieder mehr Blicke anziehst. Alle laden dich zu Partys ein und du findest das toll. Später denkst du, warum nicht größere Schulterpolster einnähen? Die sind doch gerade in. Und dann die Farbe. So läuft doch niemand mehr rum. Solltest du ihn vielleicht umfärben lassen? Und auch viereckige Knöpfe annähen, die fallen mir auf. Und wozu eigentlich Taschen, um rumzulaufen wie ein Maurer? Nein, darauf kann man verzichten. Und so unterziehst du den Mantel erneut einer Revision. Von oben nach unten, von außen nach innen, da ein Stückchen weg, hier ein Stückchen ran, bis eines Tages auf irgendeiner Party ein Kellner zu dir sagt, Entschuldigung, gnädige Frau, aber Ihr Arsch guckt raus. Interessant. Wann gehst du eigentlich zu deinen Partys? Mittwochs, Schätzchen. Man sollte lieber an die Zukunft denken, denn die Gegenwart sieht nicht rosig aus. Aber dich in deinem jugendlichen Überschwang kümmern ja solche Sachen nicht. Du lebst im ständigen Taumel der Revolution, wenn man das so nennen darf, und siehst nicht über den Tellerrand hinaus. Ich dagegen in meinem reifen Alter muss sehr wohl an die Zukunft denken. Nicht umsonst liegt heutzutage die Spontanität der Massen am Boden. Nimm nur unsere volkstümliche Domitila. In ihrer Familie rührt keiner mehr Buletten an, die wollen alle Hamburger. Da hast du deine Spontanität. Oder versuch mal, der Domitila zu sagen, dass sie zur unterdrückten Klasse gehört. Die hängt ihre Schürze an den Nagel und weg ist sie. Oder sie erinnert uns an den Lohn, den wir ihr zahlen. Gott sei Dank weiß sie, wie schlecht es uns geht. Neulich meinte sie sogar, ihre Familie würde besser essen als wir. Solange die Blockade anhält, ist keine Verbesserung der Lebensmittelversorgung zu erwarten. Was sagst du da? Was? Ja, was? Was? Ja, was du gesagt hast über Blockade und Lebensmittelversorgung. So was soll ich gesagt haben? Ach, tu doch nicht so blöd. Wer tut hier blöd? Solange die Blockade anhält, ist keine Verbesserung mit was weiß ich welch und was weiß ich wie viel Lebensmitteln zu erwarten. Das soll ich gesagt haben? Ich? Ach, die tut nicht nur so, die ist auch blöd. Muss mir so rausgerutscht sein. Was, deine Blödheit? Nein, dieser Satz. Aber warte mal. Mir fällt noch einer ein.
Die Lebensmittel müssen rationiert werden? Wirklich, du wirst langsam senil. Solange der Feind nicht abgewehrt ist. Mein Vater beispielsweise fing plötzlich mit 90 an, Aramäisch zu sprechen. Die Wahrheit darf man nicht vorenthalten, selbst wenn sie grausam ist. Die Kommunisten verschweigen dem Volk nie etwas. Und bei Vollmond hat er sogar die Psalter abgesungen. Was hast du eben gesagt? Und woher weißt du, dass es Aramäisch war? Du hast was über die Kommunisten gesagt. Na und? Ist das verboten? Und das andere? Von den Lebensmitteln, der Blockade und von der Abwehr des Feindes? Du meinst... Ja, das könnte vielleicht... Das muss es sein. Woher sonst sollte ich die Sätze haben? Aus einem anderen Stück vielleicht. Obwohl... Also nochmal. Nochmal was? Diese Sätze, solange die Blockade anhält... Tut mir leid, die sind wieder weg. Streng dich an, denk nach. Vielleicht fallen dir noch andere ein und... Was und? Und wir finden den Schlüssel. Was für ein Schlüssel? Mein Gott, Natalia, hast du abgebaut. Du würdest nicht mal die Aufnahmeprüfung fürs Altersheim bestehen. Fürs Altersheim? Ha, lieber adieu, geliebtes Leben mein. Und wozu haben wir ein halbes Leben lang nach dem Textbuch gesucht? Du wirst es nicht für möglich halten, aber ich habe plötzlich so ein komisches Gefühl im Unterleib. Behalte deine Gefühle für dich und antworte mir. Wozu? Damit wir erfahren, ob und wenn ja, von wem und warum Nestor umgebracht wurde. Und wenn es nun doch ein natürlicher Tod war? Jedenfalls, mein Großvater hat nie Aramäisch gesprochen, damit du es weißt. In meiner Familie hatten sie noch alle ihre Sinne beisammen, als sie gestorben sind. Die sind nicht einfach blöd aus den Latschen gekippt, wie Nestor. Was für Latschen? Meinst du seine orthopädischen Schuhe? Das waren keine orthopädischen Schuhe. Aber fast. Bei seiner Arthritis. Warum ist eigentlich keiner zu unserem Fest heute gekommen? Natürlich wegen deiner Einladung. Du musstest ja diese prähistorischen Flugblätter verteilen. Genossen, in diesen Zeiten moralischen Niedergangs und feigen Kompromissmus... Konformismus. ...ist es notwendiger denn je, die Symbole eines Kampfes hochzuhalten, der immer noch zu allen... Sieh dich doch um, was du mit deinen Phrasen erreicht hast. Nicht mal deine Ratten sind in Sicht. Das ist nun aber eine Binsenweisheit. Die Ratten verlassen immer das sinkende Schiff. Vor allem, wenn sie merken, dass es so schnell untergeht wie unseres. Du schon wieder mit deinem Defätismus. Dieses Schiff wird so schnell nicht untergehen, damit du es weißt. In spätestens einem Jahr wird man es versenkt haben. In spätestens einem Jahr? Was meinst du damit? Wie lange hast du Donna Sayo nicht gesehen? Weiß ich nicht, warum fragst du? Sprich mit Don Asayo. Er wird es dir schon beibringen. Bei seinem neuen Gebiss versteht man jetzt fast alles. Und wir sollen Nestors Archiv aufräumen? Versenken, sagst du? Leider. Also wollen sie wieder mal das Theater abreißen? Dem Armen sind die Tränen gekommen. Wie oft haben sie das in all den Jahren schon versucht? 4-mal? 5-mal? Fast hätte ich ihn trösten müssen. Nein, wie ein Fels steht unser Theater. Wie ein Fels in der Brandung. Da kann er noch so oft kommen, dieser schwitzende Mops von der Stadtverwaltung, und schreien. Ich erkläre das Theater zu einem Abrissgebäude und Schluss, Schluss und vorbei. Aber sie haben es nicht geschafft. Don Asario hat sie auf ihrem eigenen Felde geschlagen. Und ich war auch nicht schlecht, das musst du zugeben. Hören Sie, mein Herr, und sagen Sie das auch dem Bürgermeister. Das Gespenstertheater gibt nicht auf. Sagen Sie das allen Spekulanten. Und sagen Sie Ihrer Obrigkeit außerdem, dass dieses Gespenst zwar nicht mehr umgeht in Europa, aber dass es sich bei uns Asyl gesucht hat und auf bessere Zeiten wartet. Und niemand wird es hier rausjagen. Aber der Parkplatz. Was? Durch den Parkplatz werden wir rausfliegen. Der auf dem Markt? Durch den? Durch die Zufahrt zu ihm, die genau hier entlang gehen soll. Niemals! Eine Zufahrt für Autos, Motorräder, LKWs. Hier? No pasaran! Und ob... Da helfen dir keine linken Stoßgebete mehr. Rede mit Don Asario. Du willst nur Unsicherheit säen. Ich will nur, dass du mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen stehst. Und wozu? Um in diesem Dreck rumzuwarten, in diesem Schlamm, in all dieser Kapitalisten-Scheiße? Hier stehe ich mit meinen Beinen auf der Bühne von unserem Theater.
Komm, schließen wir Frieden. Den kannst du selber schließen. Allein geht es nicht. Komm, hilf mir. Wobei denn? Ein Spruchband kann man nur zu zweit tragen. Gut, ich nehme die andere Stange. Hast du wunderschön gemalt, die Losung. Ehrlich? Dann lies vor. Es lebe der 1. Mai. Ich wollte es nicht. Aber du, Nestor, hast darauf bestanden. Wieso muss die Courage unbedingt alt sein? Damals kriegten die Frauen ihre Kinder mit 13 oder 14. Doch ich, dumme Kuh in meiner Überängstlichkeit. Nein, Nestor, es geht nicht ums Alter, mir fehlt es einfach an Erfahrung. Aber wenn du eine Idee hattest, warst du ja nicht zu bremsen. Eine junge Mutter Courage, Natalia, was für ein Schlag ins Gesicht der Reaktion. Nein, das mit dem Schlag habe ich nie richtig verstanden. Na, da, jetzt machen wir beide weiter. Der Winter geht auch rum, wie alle anderen. Jetzt spann dich ein, es könnte Schnee geben. Da. Für die Kritiker war das natürlich ein gefundenes Fressen. Baby Courage und ihre Onkels, hieß die Schlagzeile von einem dieser Witzbolde. Ehrlich, Nestor, deine Marotte, die Leute ständig provozieren zu müssen, kann ich selbst heute noch nicht nachvollziehen. War es nicht schon gefährlich genug, dass wir rot waren? Aber nein, zu einem Überfluss mussten wir noch avantgardistisch sein. Und aus dem kommunistischen Manifest wolltest du unbedingt ein Musical machen. Doch Priscilla hat dir das aus dem Kopf geschlagen. Das Theater gehört immer noch mir. Hier machst du sowas nicht. Meinetwegen geh damit in den Dom. Allerdings, so wie die Dinge heute stehen, wäre es wohl doch keine schlechte Idee. Die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuss der, die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisie verwaltet? Schwierig, das in Verse zu bringen. In dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung? Hoppla, hört sich doch gar nicht so schlecht an. Obwohl alle sagen, der Text sei dermaßen überholt, dass er nicht mal für einen Schlager taugt. Die Bourgeoisie zwingt alle Nationen die Produktionsweise der Bourgeoisie sich anzueignen, wenn sie nicht zugrunde gehen wollen. Ach, so ein Schrott. Das will doch kein Schwein mehr hören. Sie zwingt sie, die sogenannte Zivilisation bei sich selbst einzuführen, das heißt, Bourgeois zu werden. Ein bisschen übertrieben, nicht? Wieder dieses Stechen. Ach, es ist als ob... Ja, ich weiß. Unmöglich in meinem Alter. Doch was glaubst du, wie mir von Zeit zu Zeit die Brustwarzen jucken? Wie hast du immer gesagt, Nestor? Durch die Revolution wird die Milch der Mütter süßer. Ja, das hast du gesagt, du Wüstling. Auf der einen Seite immer nur die Diktatur des Proletariats und auf der anderen warst du schlimmer als Casanova. Vor allem bei mir. Ich war ja nur die Geliebte. Deine Frau Priscilla bist du bestimmt nicht so oft an die Wäsche gegangen. Apropos, wo sie noch bleibt? Wer weiß, Beharrlichkeit führt schließlich doch zum Ziel. Auch wenn du das nicht mitgekriegt hast, aber Roberto ist beharrlich hinter ihr her. Seit, ja, eigentlich seit... Das Leben ein Traum, wenn nicht schon früher. Nein, Nestor, du hast das nicht mitgekriegt. Und von wegen, Genossen, die Tage der Diktatur sind gezählt. Ein glänzender Schauspieler war Roberto zwar nie, doch an Fortschrittsgläubigkeit übertraf ihn keiner.
Und heute ist der Kulturdezernent. Vollversammlung. Hiermit berufe ich eine Vollversammlung ein. Was ist los? Hat dich Roberto etwa vergewaltigt? Schlimmer, Natalia, viel schlimmer. Noch schlimmer? Will er dich heiraten? Nein, ich muss Selbstkritik üben. An wem? Ich habe nichts getan. An mir übe ich natürlich Selbstkritik. Natürlich. Und was ist das da? Das? Eine Tasche. Eine neue Handtasche hast du dir gekauft? Was hätte ich tun sollen? Mir ging's so schlecht. Dass du dir eine Tasche kaufen musstest? So in etwa. Bist du dir bewusst, dass du damit endgültig in die Fänge dieser Konsumdiktatur geraten bist? Zeig mal. Echtes Leder? Hat der Verkäufer jedenfalls gesagt. Und der Preis? War runtergesetzt. Natürlich. Die hinterhältigste Falle dieses schweinischen Kapitalismus. Er kauft dich, indem er dir ein paar Krümel vom Mehrwert zum Fraß hinwirft. Dadurch machst du dich zum Komplizen seines Ausbeutungsverhältnisses zwischen Unternehmern und... Natalia, bitte hör auf. Du hast mich schon genug genervt. Ich bekenne mich schuldig. Einen Augenblick. Vorher muss ich noch einen Punkt klarstellen. Drei, wenn du willst. Einer reicht mir. Gab es keine in Dunkelrot? Keine was? Keine Tasche. Keine Ahnung. Wieso fragst du? Nur so. Damit wäre der Punkt erledigt. Gefällt dir die Farbe etwa nicht? Doch. Zu dir passt sie. War das etwa der Grund für die Selbstkritik? Die Tasche? Nein. Bin ja nur in den erstbesten Laden gestürzt, um mich zu beruhigen. Und um mir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Von Roberto bin ich doch regelrecht überrumpelt worden. Glaub mir, nach Einkaufen war mir absolut nicht, nachdem ich zu Roberto Ja gesagt habe. Ich bin rein in den Laden, um mich zu beruhigen. Und als ich wieder rauskam, hatte ich die Tasche in der Hand. Die Farbe gefällt dir nicht? Wozu hast du Ja gesagt? Das ist es doch. Erst habe ich ihn gar nicht richtig verstanden, seinen Vorschlag. Du kennst Roberto doch, er ist immer so... So enthusiastisch. In seiner Begeisterung überschlägt er sich beim Sprechen, wie früher, als er jung war. Ehrlich gesagt, für sein Alter hat er sich gut gehalten. Möglicherweise durch die japanische Implantation. Die was? Nein, er sieht wirklich noch gut aus für sein Alter. Die japanische was? Implantation. Einerseits habe ich ihn nicht richtig verstanden, andererseits sollte er mich nicht für blöd halten. Meinst du, er beschneidet diese kleinen Bäumchen? Aber Kindchen, auf dem Kopf, da hat man ihm Haare eingepflanzt. Was? Auch das noch? Also, ich habe gesagt, geht in Ordnung. Hauptsache, wir retten das Theater. Denn die Zeit drängt und die Zufahrt zum Parkplatz verdrängt uns. Gut, meinetwegen ein Museum. Warum eigentlich nicht? Bloß hinterher in dem Laden, da habe ich mich gefragt, Priscilla, wie konntest du nur? Das frage ich mich auch, wie konntest du dich nur darauf einlassen? Das Gespenstertheater, ein kleinbürgerliches Museum, eine Gedenkstätte für die Meinungsfreiheit oder sowas in der Art. Und Nestor, ein Ruhmesblatt der Nation, ein Held der institutionalisierten Demokratie. Nur um dem Abriss zu entgehen, lassen wir uns auf eine staatlich verordnete Heldenverehrung ein. Soweit ist es mit dir gekommen. Dass du einfach aufgibst, ohne zu mucken. Überlässt dem Feind das Feld nach so vielen Jahren des Kampfes, damit aus unserem Theater ein Mausoleum wird. Schämst du dich gar nicht? Was würde Nestor dazu sagen? Ja, entschuldige, ich wusste nicht, was ich tat. Was hast du gesagt? Ich? Du wusstest nicht, was du tatest? Verzeih, ich habe mich verwechselt mit dir, aber das hat sich schon geklärt. Was hat sich geklärt? Na, alles. Dass du ganz durchgedreht warst wegen Roberto mit seinen japanischen Haaren. Deshalb bist du rein in den Laden und hast diese geschmacklose Tasche gekauft. Schämst du dich nicht? Aber Natalia, darum geht es doch gar nicht. Weißt du was? Ich kaufe mir eine in Dunkelrot. Warte, Natalia. Lass jetzt die Tasche. Die Lage ist ernst, sehr ernst. Das System will uns kaufen und Papiertiger aus uns machen. Natalia! Glaub mir, ich spüre es jetzt jeden Tag, dieses Ziehen im Unterleib. Nein, Natalia, nein und nochmals nein. Nicht mehr in deinem Alter. Das muss was anderes sein. Und was? Eine Drüsenstörung vielleicht oder sowas.
Eine Drüsenstörung? Oder was mit den Hormonen? Eine Veränderung im Hormonhaushalt, wie bei den Hühnern. Und was passiert da mit den Hühnern? Im Geflügelladen habe ich gehört. Sag mal, was hast du dir denn da angezogen? Das ist das Kostüm von Vera Jakubowska. Zieh es aus. Oder soll sich Roberto schieflachen über uns? Ein schlechtes Gewissen soll er kriegen, sonst nicht. Wieso? Weil er ein skrupelloser Karrierist und Verräter ist. Du hast mir immer noch nicht gesagt, was bei den Hühnern passiert. Er wollte uns doch nur helfen, das Theater zu retten. Na, bleiben wir bei den Hühnern. Kriegen die etwa auch Gefühle und wollen onanieren? Was? Nichts, nichts. Soll das heißen, du hast... Wenn Roberto mich so sieht, soll er daran denken, wer er mal war. Hast du wirklich... Und was er heute ist. Natalia, antworte mir. Und sein japanisches Haar soll ihm vom Kopf fallen. Na gut, ist mir auch egal, was du machst. Aber eins steht fest, die Wechseljahre kann man nicht zurückdrehen. Genauso wenig wie das Rad der Geschichte. Erzähl das mal meinen Eierstöcken. Und Roberto solltest du in Ruhe lassen. Er will uns doch nur helfen. Soll ich ehrlich sein? Wenn du es kannst. Es war wie ein Trieb. Was meinst du damit? Ich war in der Garderobe und hörte da eine Stimme. Eine innere Stimme natürlich. Und die sagte zu mir, Genossin Jakubowska. Verstehst du, Priscilla? Vera Jakubowska. Seit Jahren habe ich nicht mehr an diesen Namen gedacht. Vielleicht ist es dasselbe wie mit meinem Körper, dass ich mich zurückentwickle. Komm mir nicht schon wieder damit. Na, dann sag mir, was es sein soll. Aber erspar mir den Vergleich mit einem Huhn. Schon gut, du hast also eine innere Stimme gehört. Und sah mich plötzlich Genossin. Und ich ihn auch. Und plötzlich waren noch andere aus unserer alten Truppe da, sogar Roberto. Verstehst du? Genossin. Das Wort sagt doch heute kein Schwanz mehr. Ich jedenfalls stehe dazu und bin zum Fundus gerannt. Alles noch da, wenn auch voller Staub. Gut, alles außer dem, was wir mittlerweile verscheuert haben. Aber von der Blockade noch fast alles. Die Kostüme und Requisiten, der Stacheldraht, die Waffen, das Geschütz. Erinnerst du dich, wie kompliziert das mit dem Geschütz war? Lieber nicht. Was soll aus all den Sachen werden, hab ich gedacht. Und da musste ich das Kostüm einfach anziehen. Warum? Keine Ahnung. Ich geh's lieber wieder ausziehen. Wann kommt Roberto? Um 12, hat er gesagt. Es ist schon 12:30. Wird nicht einfach sein, es ihm beizubringen. Roberto war so begeistert, als er von Nestor sprach. Männer von seinem Format dürfen nicht im Straßengraben landen. Dass es nur allzu gerecht wäre, ihn auf die Schnellstraße der Geschichte zu befördern, hat er gesagt. Naja, ich habe schon bessere Metaphern gehört, vor allem für Nestor. Der hat sich doch nicht mal aufs Fahrrad getraut. Und wenn wir es einfach mal durchspielen? Natalia, bist du da? Roberto sagt, die Oberen hätten großes Interesse bekundet an seinem Plan. Auf einmal wollen alle unser Theater retten. Sie wollen es Theatergedenkstätte Nestor Coposo nennen. Theatergedenkstätte. Und was wird aus uns? Ab in die Mumienabteilung? Ach, wie konnte ich nur so blind sein und zustimmen? Ich weiß, was hinter all dem steckt. Sie haben Angst vor uns. Ja, Angst. Vor dir und mir, Natalia. Vor uns, die mit Klauen und Krallen diese letzte Bastion verteidigen. Der Satz ist mir prächtig gelungen. Den werde ich Roberto an den Kopf knallen. Die letzte Bastion. Was treibst du denn, Natalia? Roberto wird gleich kommen. Was werde ich sagen? Hallo, Roberto, wie geht's? Komm doch rein, warst lange nicht mehr hier. Oh, alles ziemlich runtergekommen, was? Tja, das Rathaus verweigert uns die Genehmigung für die Sanierung. Naja, Geld hätten wir sowieso nicht. Nein, ich muss gleich...
gleich zur Sache kommen. Hallo, Roberto. Leider haben wir schlechte Nachrichten für dich. Deinen brillanten Vorschlag kannst du dir sonst wohin stecken. Nein, nein, nicht übertreiben. Nach reiflicher Überlegung von für und wider und nach ausgewogener Betrachtung des gesellschaftspolitischen Kontextes, der sich aus der neuen Weltordnung ergeben hat, oh, total bescheuert. Und wenn ich ihm persönlich komme? Ja, du kennst mich ja, Roberto, und du weißt, dass ich oftmals nicht die richtige Wahl getroffen habe. Aber ich stehe zu meinen Fehlern, auch wenn ich dafür bezahlen muss. Sieh mal, es war ein Augenblick der Verwirrung. Aber ich muss mir treu bleiben, meinen Prinzipien und auch Nestor. Nein, Roberto, nein, ich kann nicht. Von welchem Augenblick der Verwirrung sprichst du? Natalia, hast du mir einen Schreck eingejagt. Als was hast du dich denn jetzt wieder verkleidet? Doña Rosita bleibt ledig. Erster Akt. Sehe ich nicht blendend aus? Bitte zieh dich normal an. Roberto muss gleich da sein. Was ist damals passiert? Nichts. Ich bin schließlich eine anständige Frau. Eine vernünftige. Ich lasse mich nicht von Sirenengesang einlullen. Und muss auch nicht an Wunder glauben. Ich etwa? Und wenn das Schiff sinkt, dann gehe ich mit ihm unter. Die Geschichte, wie hast du gesagt? Ihr Rad kann man nicht zurückdrehen? Aber die Wechseljahre, meine Liebe, denn ob du es glaubst oder nicht, ich habe wieder meine Regel. Roberto kommt. Zieh dich um auf der Stelle. Alles auch ziemlich dunkel hier. Ein falscher Schritt dunkelt ein Arthritis. Oder jemand, der dich runterstößt. Wer weiß das schon? Vorsicht! Du stürzt noch runter. Mit dem Kopf zuerst. Weißt du es nicht mehr? Niemand ist da, der dir hilft, der einen Arzt holt. Und wir finden dich erst am nächsten Morgen. Weißt du es nicht mehr? Nun ist es zu spät, Nestor. Auch zu spät für die Blockade Leningrads. Zu spät für das Gespenstertheater. Für all unsere Pläne und Träume. Zu spät für alles, Nestor. Zu spät für die süßere Milch der Mütter, du Wüstling. Vorsicht, bleib stehen. Weg, weg vom Geländer. Ein falscher Schritt oder jemand, der dich runterstößt. Jemand, der nicht will, dass du was. Jemand, was. Nicht will, was. Hey, was soll das? Halt, oder ich schieße. Mit einem Gewehr aus der Requisite? Stell sofort die Flasche hin. Das ist ein Kanister. Umso schlimmer, auf den Boden damit. Willst du, dass wir auf die Titelseite kommen? Lieber dort als in der Klatschspalte. Ist Selbstverbrennung wieder in? Wieso denn Selbstverbrennung? Und was hattest du vor? Nur das Theater anzünden. Das sagst du jetzt. Neulich warst du doch so fertig. Ich? Wann? Als Roberto weg war. Ich höre dich noch. Komm, Natalia, lass uns Schluss machen, ein für alle Mal. Wir sind doch nur der schäbige Rest. Alle anderen haben abgeschworen. Ich soll das gesagt haben? Nicht nur das. Ich habe nur gesagt, dass ein würdiges Ende besser ist als ein strauchelnder Abgang. Und dein Geschrei von dem reinigenden Feuer? So was soll ich gesagt haben? Geschrien! Ach, das war der Chartreuse. Welcher Chartreuse? Der von Roberto. Von dem habe ich keinen Tropfen abgekriegt. Ich habe nur das Theater gemeint. Das sagst du jetzt. Aber neulich... Okay. An dem Tag wollte ich mit allem Schluss machen. Sogar mit uns beiden. Na und? Das Theater anzünden und wir beide drin. Wäre das nicht das Beste? Wir würden der Welt eine Lektion erteilen und dieser Renegatenbande, die... Der Welt eine Lektion erteilen? Worüber? Worüber, worüber? Ja, eine Lektion über Pyrotechnik? Du meinst also, es hat Sinn, weiter durchzuhalten? Heute mehr denn je. Und sei es nur mit dem einzigen Ziel, Widerstand zu leisten. Etwa gegen diese Panzer da draußen? Gegen diese Krämerseelen, die sich die Filetstücke von Immobilien unter sich aufteilen? Ganz
ganz zu schweigen von diesen schleimigen Gesinnungslumpen. Und dann noch das andere, das mit dir. Was ist mit mir? Deine Rückentwicklung. Was soll aus dir werden? Aus mir? Naja, wahrscheinlich hast du dir darüber noch keine Gedanken gemacht, so leichtsinnig wie du bist. Fang nicht wieder mit deinen Beleidigungen an. Möglicherweise wirst du mit jedem Tag jünger, immer jünger. Ich dagegen beschließe meine Tage im Altersheim. Aber du? Wer soll für dich sorgen, wenn du wieder klein bist? Vielleicht könnte ich in ein Waisenhaus gehen. Ist dir klar, was du da sagst? So groß ist der Unterschied zwischen einem Waisenhaus und einem Altersheim auch wieder nicht. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Stell dir vor, nochmal jung sein. Ja, jung. Und mit Pickeln. Egal, ob Pickel oder nicht, jedenfalls jung. Und dann geht's wieder von vorne los. Erst Anarchist, dann Hippie und schließlich katholisch. Nein, danke. Davor aber noch Kommunist und 300-prozentig. Hörst du? Die hält keiner auf. Doch, die Kunst. Welche Kunst? Na, welche schon? Unsere. Die Schauspielkunst. Also, Natalia, du landest eher im Irren als im Waisenhaus. Ja, wir machen das Theater wieder auf und spielen. Du und ich. Klar, vor allem ich. Aber du kriegst hin und wieder auch eine kleine Rolle. Wir suchen uns ein paar schöne Revolutionsstücke, hauptsächlich Monologe. Wir finden schon was. Mal sehen, ob sie es wagen, ein Theater abzureißen, das spielt. Wir reißen die Türen weit auf, damit das Volk reinströmt. Kostenlos, wenn es sein muss. Und wenn es kein Volk mehr gibt, wie Roberto sagt, holen wir eben die Obdachlosen. Von denen gibt es doch jeden Tag mehr. Und natürlich muss Nestor her. Wir stellen ihn an den Eingang. Ein großes Foto von ihm. Oder eine Büste wäre auch nicht schlecht. Ohne Brille natürlich. Und ich? Na, ganz klar, ich übernehme die Hauptrollen. Was bleibt mir anderes übrig? Aber ohne Starallüren. Starallüren sind ein bürgerliches Relikt, wie Nestor immer gesagt hat. Ich kann auch Proletarierinnen spielen, selbst wenn das out ist. Jungen Autoren erklären wir, was das war, das Proletariat. Erzählen ihnen alles über die Zeit der Ausbeutung und des Klassenkampfes, von Imperialismus und Revisionismus und all dem. Und wir beauftragen sie, darüber Theaterstücke zu schreiben. Vor allem Monologe. Natürlich ab und zu eine kleine Nebenrolle für dich. Und manche Personen dürfen durchaus Genossin oder Genosse so und so genannt werden, wenn es von Herzen kommt und mit Herzblut gespielt wird. Priscilla, was hast du? Geht es dir nicht gut? Hoffentlich doch kein Anfall. Oh, bitte nein, nicht jetzt. Du darfst mich jetzt nicht allein lassen, wo der Kampf wieder losgeht. Hier, lies. Was ist denn los mit dir? Ich habe es gefunden, das Textbuch. Nein. Doch. Gib her. Die Blockade Leningrads. Erster Akt. Auf der Bühne, am Rande Leningrads, neben den Kirov-Werken. Eine halb zerstörte Verschanzung, rechts ein MG-Nest, links ein Schützengraben, der bis zur Vorderbühne verläuft, im Hintergrund eine aufgerichtete Flak. Unser berühmtes Geschütz. Die Bühne von schmutzigem Schnee bedeckt, Morgendämmerung. Fjodor Wassiljewitsch mit Schapka und Soldatenmantel reinigt im Vordergrund sein Gewehr. Ivan Maximowitsch kommt aus dem MG-Nest. Gegen die Kälte reibt er sich die Hände. Wer hat die beiden gespielt? Der mit der Schapka, das war, glaube ich, Pepe. Sag mal, kannst du überhaupt ohne Brille lesen? Ah, siehst du doch. Ivan Maximowitsch wendet sich zu Fjodor und fragt, irgendeine verdächtige Bewegung? Fjodor antwortet nicht. Ivan? Nein, sie wissen, dass sie sich nicht zu bewegen brauchen und sich jeden Schuss sparen können. Sie wissen, dass Hunger und Kälte uns den Tod bringen werden. Fjodor, ohne aufzublicken, wenn es nur das wäre. Ivan, was meinst du, Fjodor, wenn es nur Hunger und Kälte wären, die uns den Tod bringen? Musik
auch den Schluss vor, Natalia. Ohne sich umzusehen, alle langsam nach hinten ab. Auf der Bühne nur noch Dmitri Krotkov. Er legt eine Decke über Andrei Katschurins Leiche. Auf einen Krückstock gestützt, schaut er sich ausdruckslos um. Vera Jakubowska kommt mit einem kleinen Koffer. Vera, gehen wir, Genossen. Der LKW steht bereit. Dmitri antwortet nicht. Vera, hier haben wir nichts mehr verloren. Hast du vergessen, was Andrei gesagt hat? Die Besiegten sind Fremde in ihrem eigenen Land. Er dachte nicht, dass dieser Tag einst kommen würde, doch er ist gekommen. Sein Glück, dass er das nicht erleben muss. Dmitri. Aber er sah es voraus. Vera, was? Dmitri, das Ende unseres Traums. In der Ferne ein Nazi-Lied, das allmählich lauter wird. Vera und Dmitri schauen sich an. Vorhang. Das ist unmöglich. Ich bin vielleicht kein Fachmann für Geschichte, aber meine Sinne habe ich noch alle beisammen. Leningrad ist nicht gefallen. Auch nicht Moskau. Und genauso wenig die Sowjetunion. Die Nazis haben den Krieg nicht gewonnen. Und Leningrad hat sich nicht ergeben. Oder, Natalia? Das könnte ich beschwören. Aber wie konnte dann in dem Stück... Der Name des Autors fehlt auch. Es wird immer spannender. Trotzdem, so blöd konnte er nicht sein, auch wenn er noch so unbekannt war. Ob wir was nicht richtig verstanden haben? Nein, es ist alles ganz deutlich. Der Verrat des Kommissars Sokolov, die Szene mit dem deutschen Bankier, das mit dem Schwarzmarkt und die Niederlage am Ende. Aber die Szene mit den Popen, die den Komsomol durchbumsen. Hast du die verstanden? Ah, gut, da wird alles ein bisschen sehr verwickelt. Ein bisschen? Das ist vielleicht symbolisch gemeint. Ich würde sagen, das ist alles sehr, sehr symbolisch gemeint. Zu symbolisch. Ah, gib mal her. Hier zum Beispiel. Andrei sagt, wir verteidigen keine belagerte Stadt, Dmitri. Und auch kein bedrohtes Land. Nicht einmal ein System. Eine Hoffnung steht auf dem Spiel. Die Hoffnung der Verdammten dieser Erde. Das ist beeindruckend, nicht? Und Dmitri antwortet, ja, Andrei, ja. Aber um diese Hoffnung zu retten, müsste ein Weg über das Eis des Ladogasees gebahnt werden. Über eine Eisdecke, die jeden Moment brechen kann. Brechen unter dem Gewicht einer Versuchung. Begreifst du das? Ja, schon, aber ich weiß nicht, was. Genau das ist es. Was? Es geht in dem Stück gar nicht um die Blockade. Ach nein? Und auch nicht um den Zweiten Weltkrieg. Da soll was ganz anderes rübergebracht werden. Und was? Nein, das kann nicht sein. Natürlich nicht. Was nicht? Was uns gerade durch den Kopf geht. Nein, ich weigere mich, es zu denken. Ich auch. Einstimmig abgelehnt. Wer hätte das damals vermuten können, vor so vielen Jahren? Ja, wer hätte sich vorstellen können, als alles noch keiner, so... Keiner konnte das ahnen. Die ganze Macht. Die ewig schien. Und wir waren alle so überzeugt. Die halbe Welt. Oder mehr, so sicher schien alles. Es gab unumstößliche Wahrheiten. Wir waren alle so jung. Sogar du. Die letzte Schlacht sahen wir so nah. So nah. Es schien sogar, dass der Generalstreik nur noch eine Frage von Tagen oder Wochen. Ich hatte mir extra dafür ein wunderschönes Kleid machen lassen, mit tiefem Ausschnitt. Wer hätte dieses Stück schreiben können, Natalia? Nein. Nein, nein und nochmals nein. Nestor konnte nicht mal eine Postkarte schreiben. Spielen, Regie führen, das Theater leiten, das alles ja, aber schreiben. Zudem hätte er Hellseher sein müssen, um das zu schreiben. Unmöglich. Oder Defaitist, was noch schlimmer ist. Nestor hatte zwar an allem etwas herumzukritisieren, aber ein Defaitist war er nicht. Er setzte alle seine Hoffnungen auf die Zukunft. Ein solches Stück hätte damals wie eine Bombe eingeschlagen. Bei den einen wie bei den anderen. Moment mal. Bei den unseren ist das klar. Aber wieso auch bei den anderen? Ganz einfach. Erzähl mal einem Priester, die Hölle wird in ein paar Jahren dicht gemacht. Kannst du dir das Fiasko vorstellen? Dann kommst du gleich auf den Scheiterhaufen. Der Autor hätte für dieses Stück teuer bezahlen müssen, wenn nicht gar mit seinem Leben. Um Gottes Willen. Nein. Haben wir es denn nicht immer gewusst? Aber nicht alles. Nicht wer und nicht warum. Nein, wir wussten nicht alles. Und jetzt? Wissen wir es jetzt? Da sind sie wieder. Sag schon. Wissen wir es jetzt? Es wird gleich hell. Es wäre den unseren zuzutrauen. Oder den anderen. Gehen wir schlafen. Natalia, wissen wir es?
Wenn wir das Stück aufführen, werden es alle wissen. Und sie werden wissen, dass wir es wissen. Die Blockade Leningrads aufführen? Wie? Wo? Sie werden alle kommen und es sich ansehen. Sie können ihrer Neugierde nicht widerstehen. Ich bin nicht wiederum, Natalia. Sie reißen das Theater ab. Das trauen sie sich nicht, wenn es voll ist. Aber hörst du denn nicht die Abrissbirnen? Wir gehen beide auf die Straße und demonstrieren. Jetzt! Kannst du mir folgen? Nicht so sehr, um ehrlich zu sein. Mit roten Tüchern und roten Nelken und einem Spruchband, auf dem steht... Rentner aller Länder, vereinigt euch. Nein. Jetzt sind wir an der Reihe. Wer wir? Wir, die wir nicht zu bereuen haben. Und du wirst sehen, wie viele uns folgen werden. Und dann können wir die Blockade ohne weiteres aufführen. Du und ich allein? Komm, gehen wir schlafen. Es ist schon spät. Aber noch nicht zu spät. Jetzt machen wir beide weiter. Der Winter geht auch rum, wie alle anderen. Spann dich ein. Es könnte Schnee geben. Natalia, deine Haut wird immer zarter. Nicht wahr? Du wolltest es mir ja nicht glauben. Vor dem Abriss. Eine Geschichte ohne Ende. Von José Sánchez Sinisterra. Übersetzung aus dem Spanischen, Maite Prieto Alonso.